Ja, hallo und willkommen zur City Garden Academy. Heute gibt es wieder was für Weihnachten, und zwar für eure Liebsten oder für euch selber. Und auch die Anna hat euch noch was im Garten zu zeigen, also bleibt dran. Ja, Weihnachten ist ja bald, und was liegt da näher als vielleicht den Liebsten, die im Garten was machen wollen oder im Balkon haben, mal auch in dem Bereich was zu schenken. Da haben wir hier diese wunderbaren Hochbeete, Freising heißen die. Und zwar gibt es die in zwei verschiedenen Längen. Einmal hier 1 Meter lang und dann noch die Kurzvariante, die habe ich mal hier in einem Karton drin. Dann hier in 60 cm, jeweils 30 tief und auch in einer wunderbaren Arbeitshöhe. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Kräuter oder sonstiges anpflanzt, könnt ihr die immer gleich schnibbeln und dann hier auf den Kühlschrank schmeißen im Sommer. Das alles gibt es bei uns im Shop einmal als Solo-Version, das heißt, man kann auch alles einzeln kaufen, oder wir haben auch für euch auch im Angebot momentan die Sets mal parat gestellt. Da habt ihr gleich ein All-Inclusive-Paket. So ein All-Inclusive-Paket besteht immer jeweils aus einmal dem Freising, dem Hochbeet. Dann gibt es hier einen Hydro-Wein, das ist so eine Weinflasche hier mit Hydro-Bewässerungssystem. Die Weinflasche müsst ihr allerdings selber leer trinken, die gibt es nicht dabei oder habe ich jetzt eben leer getrunken in dem Fall. Dann gibt es noch passend, je nachdem was für eine Größe ihr habt, die Erde dabei, die seht ihr hier vorne, und noch dann dementsprechend Düngestäbchen und noch ein bisschen Saatgut, damit ihr auch gleich die Erstausstattung habt. Ja, mit so einem Hochbeet kann man ja viele Sachen machen, jetzt nicht nur klassischerweise hier irgendwo 2-3 Kräuter anpflanzen und irgendwo auf dem Balkon stellen. Wir haben es jetzt zum Beispiel auch hier in den Gewächshäusern noch drin stehen, weil die eh beheizt werden, und da seht ihr, dass hier die Chilis auch in der späten Jahreszeit noch gut kommen und auch noch gar noch hier ein paar Grüne dran sind. Natürlich fehlt jetzt ein bisschen Sonne. Jetzt haben wir gerade noch ein paar Sonnenstrahlen hier, aber mal gucken, wie es wird. Aber die anderen sehen schon ganz gut aus. Also die könnt ihr auch das ganze Jahr quasi dann hier stehen lassen. Es gibt natürlich auch Kombinationsmöglichkeiten. Ich zum Beispiel habe das hier gar nicht für Kräuter und sowas mit zu Hause genutzt. Ich habe einfach hier ein paar Blumen drin und noch hier ein paar Blumen und habe mittels so einen Zierbrunnen einfach reingebaut. Sieht auch nett aus. Habe ich unter dem Dach stehen, wie auf dem Balkon, geschützte Ecke. Kann man auch machen oder halt eben das Ganze kombinieren, ein paar Kräuter hin oder Kopfsalat. Wir haben da schon die verschiedensten Sachen alle hier bei uns angepflanzt und werden euch die auch im nächsten Jahr die verschiedensten Varianten noch zeigen. Das Saatgut dazu gibt es ja bei uns auch, wie gesagt, im Shop. Ob ihr Kräuter wollt oder ob ihr jetzt hier eine Chili haben wollt oder Blumen haben wollt, schaut einfach mal im Shop vorbei. Da haben wir eine riesengroße Auswahl an Saatgut. Und wie ich eben schon angesprochen habe, gibt es natürlich, wenn ihr das Set kauft, auch schon immer ein Saatgutpäckchen dabei. Inklusive der Erde, die wir hier haben, und natürlich bei dem Set auch das Bewässerungssystem. Das ist auch eine ganz coole Sache. Das kann man jetzt nicht nur in Hochbeeten, also in Tiefbeeten, sage ich jetzt mal, wo es bis zum Boden geht, Anführungszeichen Hochbeeten dann verwenden, sondern auch in so einem eins mit Füßen hier oder im Blumenkasten. Das ist einfach so ein Tonkegel, der wird dann hier unten wirklich schön feucht. Man sieht es hier, und der gibt dementsprechend nur die Feuchtigkeit ab, die auch gerade hier benötigt wird. Man sieht es auch mal in die Kamera, ich weiß nicht, ob ich es anfangen kann. Hier unten, ich mache es mal ein bisschen breiter, da ist es auch schön feucht da unten drin. Ja, obwohl hier oben ist es trocken von der Sonne jetzt hier und von dem Gewächshaus, weil da ist ja die Umluftheizung an, beziehungsweise die Gasheizung, die macht es dann oben ein bisschen trocken, aber unten ist immer das benötigte Wasser halt eben, was dann die Pflänzchen so brauchen, auch im Sommer, aber auch für Winter gut geeignet. Oder wenn ihr Urlaub fahrt, ist im Winter, über Weihnachten, gibt es auch dieses Set dann bei uns im Shop einzeln zu kaufen. Ja, wie gesagt, so ein Hochbeet, recht interessant, vielseitig einsetzbar. Man muss halt eben nur mal schauen, was hat man, was will man. Will man jetzt wirklich was für die Kräuter haben, für das Steak, wenn man das grillt, oder halt hier ein paar Chilis. Ja, wenn man noch Gulasch macht oder sowas, oder halt wie ich zu Hause einfach nur für das Verzierte, ein paar Blumen im Brunnen rein, da ist alles möglich. Wie gesagt, zweimal in zwei verschiedenen Längen. Einmal hier Meterbreite oder auch die kurze Variante, je nachdem, was ihr da auch für Platzmöglichkeiten auf Balkon und Terrasse habt. Da könnt ihr auch dann zu Hause, wenn ihr jetzt keinen Garten habt oder sowas, auf eurem Balkon zumindest mal ein paar Gemüse, Kräuter oder Salat auch anzüchten. So, oh, Wein. Das ist ja schön. Schau mal. Das ist ja mal ein Ding hier. Mitten im Dezember Wein hier. Schon probiert? Nee. Ich weiß nicht, ich will es. Nein, ich will es nicht. Ja, cool, dass es Wein gibt. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, zwei Stück hängen hier. Hier hinten noch eine kleine. Hinter dir. Die ist noch ganz grün. Bisschen kälter wahrscheinlich hier unten, nehme ich mal stark an. Oben kommt die Wärme hin von der Heizung. Gut. Und ja, sieht man mal, es wächst auch im Winter was hier. Coole Sache. Müssen wir gucken, wie weit es geht. Ja, mal gucken, ob es das wird, ob wir Wein machen können im Winter. Wenn ihr Erfahrung habt mit Wein, ich habe es noch nie gesehen, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob ihr Wein habt, im Winter im Gewächshaus gemacht habt, ob der dann im Februar fertig ist,
ob du nochmal eine Weinfolge machen kannst. Durst habe ich ja. Schreibt die Kommentare gerne mal rein. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Woche. Ansonsten gerne Kanal weiterempfehlen, Glocke läuten und die Kommentare, wie gesagt, reinschreiben. Würde uns interessieren. Und ansonsten bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.